Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute mal wieder einen Dalgona-Kaffee machen. Habe ich ja neulich schon angekündigt, dass wir ein paar mehr machen wollen. Dieses Mal nehmen wir dafür einen Granatapfel. Und eigentlich müsste jetzt in der anderen Hand die Ananas sein, aber die habe ich jetzt noch nicht hier. Geht aber gleich los. Hier dein Ananas. Ah, super. Also, guckt meine Lieben, hier Ananas und der Granatapfel. Den Granatapfel werden wir jetzt als erstes verwenden. Den Granatapfel schneide ich als erstes oben ein. Das sieht so aus, als käme da der Saft jetzt schon raus. Wahnsinn. Oh Gott, das sieht richtig gut aus. Dann schneide ich den hier einmal runter. Schon. Ich auch. Das wird gut. Das wird richtig gut. Wir wollen ja nicht so viele von den Kernen da drin kaputt machen. Sonst verlieren wir ja so viel von dem Saft. Deshalb mache ich das immer so. Jetzt versuche ich dieses Mittelteil hier oben rauszubrechen. Schwupp, da ist er schon. Und dann gehe ich hier mit dem Messer rein. Ziemlich in der Mitte. Und breche die Teile mir hier raus. So. Messer weg. Und jetzt tun wir die einfach hier schön in meine Schale. So, schon geht's weiter. Nein, es geht nicht weiter. Einmal schauen. Das ist alles, was wir in unserem Granatapfel drin hatten. Alles Weitere haben wir entsorgt und das sind jetzt die Kerne. Jetzt brauche ich als nächstes meine Ananas. Da schneide ich jetzt erstmal nur oben das Teil ab, um erstmal zu gucken, wie schön die ist. Die ist aber sehr schön und riecht auch gut. Klasse. Ich glaube, wir brauchen auch nur eine halbe, oder? Genau. Gut, dann schneide ich sie jetzt hier einfach zur Hälfte durch. Die Hälfte benutze ich, die andere Hälfte dann halt für morgen. Und dann schneide ich immer hier die Seiten weg. Das macht das Ganze dann so ein bisschen einfacher. Dann schneide ich die so in Scheiben und teile hier die Teile ab. Und dann bleibt so die Mitte über. Und dann gucke ich mir das nochmal genauer durch und dann tue ich das einfach hier mit zu meinem Apfel dazu. Ich habe meine Ananas jetzt hier auch mit hineingetan. Jetzt kommt unser Zauberstab in Aktion und dann ist das gleich ein wunderschöner Smoothie. So, ready. Das sieht doch schon mal ganz genial aus. Jetzt werden wir das gleich mal kurz probieren. Ich tue jetzt da nochmal 3 Löffel Vanilleeis rein. Oh Gott, wieder großzügige Löffel. Ich glaube, das reicht. Und das schlagen wir dann noch mal kurz auf. Und unser Zauberstab noch einmal. So, dann füllen wir das jetzt in Gläser. Irgendwie war ich heute nicht gerecht. Alles gut. Weil du brauchst die Dalgona. Stimmt. Und den machst du jetzt mal eben. Genau. Dajuk macht uns jetzt den Dalgona-Kaffee. Das Verhältnis ist einfach ganz einfach. Von jedem einfach 2 Esslöffel. Also 2 Esslöffel Instant-Kaffee. 2 Esslöffel Zucker, dafür kann man auch Zuckerersatzstoff nehmen, den zeigt Jaduk uns mal eben schnell. Das ist der Zuckerersatz, den wir verwenden. Ich mache euch unten einen Link in die Description Box. Wir haben richtig heißes Wasser jetzt, davon natürlich auch 2 Esslöffel.
Super, fertig. Man sieht das schon da am Rührbesen, super fest und ist ganz simpel und einfach. Jetzt geht's weiter. Hat Jajok uns doch eine schöne Dalgona-Creme gemacht. Sehr schön geworden. Die tun wir jetzt hier schön oben drauf. Boah, genial. Je länger man die schlägt, umso fester wird die. Und diesmal ist sie halt richtig fest geworden. Sieht aber klasse aus. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Schatz. Gerne. So, und wie immer fehlt noch ein Strohhalm. Wir benutzen Glasstrohhalme. Ich mache euch unten einfach mal einen Link rein, wo man die halt gut und günstig bekommt. Die sind klasse, die Dinger. Ja, damit war es das schon wieder. Super schnelle Nummer. Bringt auch irren viel Spaß. Ein Dalgona-Kaffee mit Granatapfel und Ananas. Also ganz simpel, schmeckt super gut. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auf den Balkon, aber so gut ist das Wetter heute hier bei uns nicht. Also werde ich ihn jetzt hier drin in der Küche trinken und genießen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Hat es euch nicht gefallen, gebt einen Daumen nach unten, auch kein Problem. Schreibt uns Kommentare, aber keine Hassgeschichten und keine Beleidigungen. Da stehen wir nicht drauf. Dann sagen Tschüss und Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.